Gott, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Was bin ich? An einem Tag, an dem es so ein bisschen zur Heiterkeit verpflichtet ist. Ich hoffe, dass es Ihnen nicht allzu schwer fällt. Ich darf Ihnen gleich unser Kollegium vorstellen. Marianne, Hans, ja. Annette und Guido. Und dann darf ich unseren ersten Gast bitten. Herr Anton Engel. Und er ist angestellt. So, Herr Engel. Bitte schön, nehmen Sie Platz. So, welches von den Veränderungen hätten Sie denn? Nehmen wir das Grün. Das Grüne. So, schön. Darf ich Ihnen unseren Gast vorstellen? Ich hoffe, es wird etwas Spaß machen. Bitte, Guido. Gehe ich recht in der Annahme, Herr Engel, dass Sie nichts mit Erz zu tun haben? Hat er recht, ja. Macht Ihr Beruf nicht nur Ihnen, sondern auch Ihrer Umwelt Freude, dass unser Publikum so gelacht hat bei der Berufsbezeichnung? Kann man nicht sagen. Wurden Sie aber zumindest für diesen Beruf ausgebildet? Ja, ausgebildet, ja. Es wäre aber auch ganz gut, wenn man eine Begabung für Ihren Beruf mitbringt. Ja, muss man schon. Stimmt aber schon, dass es nicht unbedingt Sinn für Humor sein muss. Nein. Bestimmt, ja. Das ist eben drum Fragen, die manchmal so. Machen Sie was ganz Trauriges? Nein. Machen Sie ganz was ganz Normales? Ja, was so Staatsanwälte unter normal verstehen, da gibt es ja immer wieder Meinungsverschiedenheiten in den Gerichtssälen. Ne? Also ich würde sagen, ja. Sind Sie in einem, sagen wir mal, Betrieb beschäftigt? Ja. Arbeiten Sie dort mit mehreren zusammen? Ja. Und Sie greifen sozusagen bei Ihrer Ausführung der Tätigkeit Hand in Hand mit anderen an? Ja. Ist das ein mechanischer Beruf, den Sie haben? Ja. Mussten Sie da eine spezielle Ausbildung als Mechaniker haben? Nein. Sind Sie bei Ihrer Tätigkeit von Gerüchen umgeben? Also ungewöhnlichen Gerüchen. Ungewöhnliche Gerüche, nein. Wäre bitte zu definieren, was sich Marianne unter gewöhnlichen Gerüchen versteht. Parfum natürlich. Parfum. Aber Sie stellen mit Hilfe Ihrer Mitarbeiter etwas her? Nein. Nicht? Manchmal ersticke ich an dem, was ich alles nicht sagen darf. Haben Sie mit Leuten dann zu tun? Kann man das als Dienstleistung bezeichnen, was Sie tun? Ja. Haben Sie mit Leuten zu tun, die unter Umständen ungeheuer fröhlich sind? Unter Umständen? Unter Umständen. Wenn die alle besoffen sind? Ja. Sind Sie damit beschäftigt, diese Menschen in die rechte Bahn zu bringen? Schaut das so missionarisch aus, oder? Nein, aber das ist Engel so logische Folgerung. Engel ist auch natürlich, ja. Er kommt also nicht vom Himmel, sondern aus Westfalen. Weil gerade von Trunkenheit die Rede war, sind Sie in einem alkoholischen Betrieb beschäftigt? Ihre Tätigkeit spielt sich in geschlossenen Räumen ab, das stimmt. Ja. Wir haben schon gehört, es sind noch andere auch dabei. Kommen Menschen zu Ihnen, um dieser Dienstleistung teilhaftig zu werden? Ja, kann man sagen. Werden die von Ihnen irgendwie beraten? Nein. Sie stellen nichts her, bearbeiten Sie aber noch
irgendein Produkt. Ich bin so im Wald, ich kann nur noch fragen, pflegen Sie Menschen? Nein, nein, er ist ein Hochstapler. Der Herr Staatsanwalt schaut äußerst zornig, aber es gibt Gabelstapler und Tiefstapler. Es gibt also auch Hochstapler. Das sind die Leute, die Güter hoch aufstapeln. Ne? Und das genau macht er in einer riesigen, glaube ich, 20 Meter hohen Lagerhalle. Und da bedient er einen Apparat, der, diese Halle ist gegliedert in Längsgänge und Seitengänge. Und die Seitengänge dann wieder in einzelne Fächer. Wie viele Fächer hat diese Lagerhalle? 4.800. 4.800. Sind also alle sorgfältig nummeriert. Die Längsgänge haben Buchstaben, Zahlen. Und die Quergänge Zahlen und jedes Fach eine Zahl. Also er findet ganz genau. Wir haben einen kleinen Film dort in Gütersloh gedreht und den schauen wir uns vielleicht erstmal zusammen an, damit die falschen Vorstellungen, die man von Hochstaplern hat, endgültig aufhören. Das sieht man schon, ihn in seine Kabine einsteigen. Und er bewegt also riesige Mengen Bücher. Und wie viel transportiert ein... 750 Kilo. 750 Kilo auf einmal bewegt das Ding. Und das geht also, wie viele Etagen sind das? Neun Etagen. Neun Etagen. Wenn Sie mal aus Versehen so einen Bücherstapel in ein falsches Fach legen, dann ist der weg, ne? Der ist weg. Bei über 4000 Fächern. Der ist weg, aber da muss man die ganze Halle abfahren. Ja. Und das ist also, das ist wie bei der Registratur, wenn jemand einen Brief falsch ablegt, dann ist der weg, ne? Ist Ihnen noch nie passiert, gell? Ach, ist auch schon mal passiert. Ist schon mal passiert? Ist schon mal passiert. Ich weiß, Sie schauen so ordentlich aus, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Jeden kann man einen Fehler unterlaufen. Bitte? Jeden Menschen kann man einen Fehler unterlaufen. Ja, sicher, jeden ist menschlich, klar. Und es ist angenehm, wenn man die Bücher nur transportieren und aufräumen und nicht alle lesen muss, ne? 750 Kilo Bücher lesen, so ja, mit einer Fahrt. Das ist ja, wenn wir so 750 Kilo sagen wollen, es ist immer ein und derselbe Titel auf der einen Palette drauf. Ja. Ja, aber ein ordentlicher Mensch liest sie dann schon alle durch, aber auch überall das Gleiche. Das Gleiche drin. Da muss man schon vorsichtig sein. Ja, ich darf Ihnen ein vollgewordenes Schwein überreichen. Ich darf Ihnen die Olympiamedaille geben und darf Sie auch um Entschuldigung bitten, dass wir Sie ganz kurzfristig dem falschen Verdacht ausgesetzt haben. Sie würden hier was Unordentliches sein. Sie sind ein ganz ordentlicher Hochstapler. Herzlichen Glückwunsch, gute Heimfahrt. Dankeschön. Darf ich unseren nächsten Gast bitten? Ihr habt zuerst gefragt, ob der Herr Engel was herstellt, was ich eigentlich sagen wollte. Er stellt nichts her, er stellt was hin. Ne? So, das ist die Frau Herren. Guten Abend. Guten Abend, bitte schön, nehmen Sie Platz. Sie dürfen sich auch Ihr Schwein dann gleich aussuchen. Ein grünes. Ein grünes. Und dann wollen wir Sie auch vorstellen. So, es geht weiter beim Hans, glaube ich. Frau Ehren, jetzt muss ich Sie fragen. Haben Sie vielleicht einen lustigen Beruf? Nein. Haben Sie einen ungewöhnlichen Beruf? Nein. Nein, kann man eigentlich nicht sagen, gell? Nein. Brauchen Sie eine bestimmte Ausbildung für Ihren Beruf? Ja, ja. Ausbildung. War der auf einer Schule? Heißt Nein. Das eine bestimmte Nein? Schule? Nein, nicht auf einer Schule. Üben Sie Ihren Beruf in einem Raum aus? Ja. Kann man Ihre Ausbildung eine Lehre nennen? Nein. Eigentlich nicht, gell? Nein. Ist dann das, was Sie ausüben, eine Art Anlernberuf? Ja. Ja. Ist der, um meine Frage von vorhin zu wiederholen, liegt Ihr Beruf auf dem mechanischen Gebiet? Ja. Stellen Sie dann was her? Ja. Sie bedienen sich dazu einer Maschine?
Nein. Eigentlich nicht? Nein, Maschine nicht. Nein. Ist das, was Sie herstellen, käuflich? Ja. Kann sich das jeder kaufen? Ja. Braucht man es täglich? Mehr oder weniger täglich? Ja und nein. Ja, wenn man es braucht, braucht man es fast. Ja, braucht man täglich, ja. Wird es von allen Altersgruppen gebraucht und gekauft? Ja. Ist es irgendwas zum Essen? Nein. Stellen Sie das ganze Produkt her? Nein. Ich komme gleich gar nicht mehr nach, mit dem Auszahlen. War vorhin das Gelächter im Publikum darauf zurückzuführen, dass Sie auch einen Beruf ausüben, der einen Namen trägt, der normalerweise, so wie Hochstapler vorhin, was anderes bedeutet? Es könnte sein, aber ich weiß ja nicht, warum die Herrschaften gelacht haben. Also ich kann die Arme nicht fragen. Ich meine, die Herrschaften haben ihre Gründe wahrscheinlich. Sicher. Ja. Es hilft mir auch nicht wirklich weiter, die Antwort auf diese Frage. Sie sind mit Mechanik beschäftigt. Ja. Machen Sie etwas oder arbeiten Sie an etwas, was eine bestimmte Berufsgruppe braucht? Könnte man sagen, ja. Könnte man sagen, ja. Ist diese Berufsgruppe ihrerseits mit technischen Dingen beschäftigt? In der Regel nein. Ne? Ja, ist dieses Teil, das Sie herstellen, irgendwie das letzte Glied einer Produktionskette? Nein, nicht ganz. Letzte Glied, nein. Nein. Ich versuche jetzt so bis ins Ähnliches. Letzte Glied verfolgt uns der Staatsanwalt. Ich muss jetzt direkt hineinziehen. Sind Sie eine Sprüchemacherin? Das heißt, haben Sie was mit Sätzen und Schreiben von Geschriebenem zu tun? Nein, eine Sprüchemacherin ist sie nicht. Ihr seid ja also noch ganz sanft in den Vermutungen. Die Dame ist eine Kupplerin. Und wir haben an Ihrem Arbeitsplatz einen kleinen Film gedreht. An dem sie nicht allein mitwirken konnte, das hätte wäre nicht gegangen. Schaut sich das mal an. Die armen Weiber sind doch übel dran. Ein Hagestolz ist schwerlich zu bekehren. Es käme nur auf euresgleichen an, mich eines Besseren zu belehren. Sag grad, mein Herr, habt ihr noch nichts gefunden? Hat sich das Herz nicht irgendwo gebunden? Das Sprichwort sagt, ein eigener Herd, ein braves Weib sind Gold und Perlen wert. Ich meine, ob ihr niemals Lust bekommen? Man hat mich überall recht höflich aufgenommen. Ich wollte sagen, wart's nie ernst in eurem Herzen. Mit Frauen soll man sich nie unterstehen zu scherzen. Ach, ihr versteht mich nicht. Das tut mir herzlich leid. Doch ich verstehe, dass ihr sehr gütig seid. Es war nicht die Frau Herren selber, es war also die Frau Fleckenschild. Aber eine gewisse Ähnlichkeit sozusagen ist da. Und der Kollege, der mitgewirkt hat, ist Herr Gründens. Der Ausschnitt, den uns die Gloria-Filmfrau Kubaschewski freundlich zur Verfügung gestellt hat, war aus dem Faust, aus der Faust-Inszenierung. Und zwar die Kuppler-Szene, in der die Marthe Schwertlein. Das ist also die Kupplerin, wie wir sie hier nicht haben. Die Frau Herrn stellt in einer großen Schreibmaschinenfabrik in Wilhelmshaven, kuppelt das Getriebe, könnte man sagen. Ja. Ne? Und korrigiert das Getriebe so, dass... Also wir schauen uns das einmal an. Ne? Ja. Die, vielleicht ist die Karin, so, da sieht man also, der Unterschied zwischen Gründens und diesem Apparat ist offensichtlich. Wenn Sie sich das also vorstellen, das ist ein Buchstabe. Eine Type. Eine Type. Eine Type ist und die das. Muss nun oben auf die Walze aufliegen. Also die wird eingeführt, also reingedrückt. Wenn Sie von werden, der anderen Seite kuppeln. Halten könnten, dann würden die Leute besser von vorn, wissen Sie, ja. Die sehen nur von vorn. Wie? Ja, nicht umdrehen, so vielleicht so hinlangen, wissen Sie. Ja. So. Ja. Und dann wird hier gekuppelt. Also,
Das ist eine Arbeitsfolge von der Endmontage, ja, ne? Es ist hier ein Verbindungsdraht zwischen dem Typenhebel und dem Zwischenhebel. Ja. Und mit diesem Kuppeleisen, das Sie da in der Hand haben, wird der Draht kürzer oder länger gemacht, damit also die das Auflagegewicht der Type genau stimmt. Und das bedeutet, dass es zwar eine mechanische Arbeit ist, aber sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert. Ja. Ne? Ja. Das ist eine reine Gefühlssache. Ja. Das kann eine Maschine nicht, dazu braucht man die zarten, geschickten Hände einer Kupplerin. Ne? Ja, das muss man meinen. Gut. Ja, ich danke Ihnen sehr, dass Sie auch den kleinen Spaß mitgemacht haben. Wir haben also schon einen ehrbaren Hochstapler und eine ehrbare Kupplerin gehabt, die Olympiamedaille und ein volles Schwein. Herzlichen Glückwunsch und gute Heimreise. Karin? Karin? So, das ist der Herr Paul Eichenberger. Ist der Herr Eichenberger. Grüße müsste ich eigentlich sagen. Ja, bitte schön, nehmen Sie Platz. Wollen wir Sie auch mal gleich vorstellen? Die Handbewegung hat sich eigentlich gleich zuerst, hat sich sozusagen aus der Tätigkeit ergeben. Moment. Ja, Sie haben schon die Handbewegung gemacht. Ich warte immer gern mit der Handbewegung, wissen Sie, bis der zweite Gong war, weil manche Leute machen die Augen zu zwischen den zwei Gongschlägen, um mitraten zu können, wenn Sie es noch einmal machen. Machen Sie noch mal. Also, jetzt geht's weiter beim Guido gleich. Und das war eine Handbewegung, also kann man sagen, dass Sie etwas Handwerkliches tun. Ja. Brauchten Sie, um dieses Handwerk ausüben zu können, eine abgeschlossene Lehre? Nein. Haben Sie vorwiegend mit einem Material zu tun? Ja. Stimmt aber schon, dass Sie kein Drahtzieher sind, weil heute ist die Tendenz in dieser Richtung. Das stimmt nicht. Dass er kein Drahtzieher ist. Wenn das nicht stimmt, muss es sein, ist ganz einfach. Genau, ja. Es ist nicht wahr. Armer Herr Eichenberger, das war ja kümmerlich, das hat also 10 Mark gegeben. Und wir haben lang nachgedacht, haben wir also einen Hochstapler gehabt, haben eine Kupplerin gefunden. Jetzt haben wir gedacht, was könnte man denn als dritten Beruf, der auch so einen doppelbödigen Sinn hat, finden. Und da sind wir nach langem Nachdenken auf das gekommen, was die alle das auf glaubt mir kein Mensch. Doch, ich glaube alle. Alle Leute trauen der Annette alles Mögliche zu, aber mogeln tut sie nicht. Das ist ganz sicher. Das tut sie ganz sicher. Es hat halt in die Serie gepasst, ne? Eben. Es hat genau in die Serie gepasst. Wir haben ja schon mal einen Steinadler gehabt, der immer die Steine adelt, und einen Hochseeschoner, der unentwegt die Hochsee schont. Ein Zitronenfalter. Ja. Schont, unterstützt die gewerkschaftlichen Forderungen. Der Zitronenfalter esst ungefaltete Zitrusfrüchte. Ne? Ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur mehr übrig zu erklären, was macht ein Drahtzieher? Er macht aus einem Stahl oder Eisen? Ein Drahtzieher macht eigentlich Draht. Aus einem dickeren Draht einen dünnen. Aus einem dickeren Draht. Ja. Der dickere Draht ist schon eine richtige Eisenstange. Ja, wenn sie auch gerollt ist. Aber aufgerollt in Ringen oder wie man sagt, vielleicht in Spulen. Ja. Und dieses Material, also Stahl oder Eisen, muss erst sorgfältig gereinigt werden. Ja, das wird von der Drahtzieherei meistens gekauft. Die Karin ist vielleicht zu nett und bringt das Handwerkszeug rein. Im Prinzip ist es eigentlich ganz einfach. Hier wird also ein, und das ist auch die Handbewegung, ne? Hier wird ein dicker Metallstab, der vorne also etwas verdünnt ist. Ja, das ist das Material eigentlich selber. Dann wird das dünner gemacht nach vorne in einer Walze drin. Ja. Und wird dann eigentlich, wenn man so denkt, dass hier die Matrize eingesetzt ist, der Ziehstein, daraus erfolgt auch die Handbewegung, indem er so eingesetzt wird. Ja, das ist auch Stahl, darum heißt es Schwein, Ziehstein. Und im Grunde genommen ist es so, dass das stufenförmig vor sich geht. Der Draht kommt durch immer dünnere Ziehsteine, bis er dann
zum Schluss das jene da Stärke hat, die man braucht. Ja. Und die feinsten Dinge sind also, sagen wir mal, so ja, die draußen. Können bis 0,10 werden. Also für Bürsten zum Beispiel. Ja, nicht? Sagen wir Bürstendrähte, oder sind sogar Seildrähte. Seildrähte, ja. Das wird dann wieder geflochten ja, zu einem Drahtseil. Ja. Und also auch solide Dinge für Maschendraht. Auch für Fäden. Für Fäden? Für Fäden, ja. Das ist auch möglich, dass es sogar... Sie, das ist ein ganz schönes Ding da, gell? Wo ist denn Ihr Betrieb in der Schweiz? Der ist in Rheinach. Das ist ca. 30 Kilometer nördlich Luzern. Welcher Kanton ist denn das? Aargau. Aargau. Sind Sie auch ein Aargauer? Ja, ich bin Aargau, ein Waschechter. Ein Waschechter Aargau. Ja, das tut mir also jetzt schrecklich leid. Dass Sie mit einer so mageren Säule nach abziehen müssen. Die Schweizer haben es ja nicht nötig. Die Schweizer haben noch Geld genug. Ja, es geht gar nicht. Die Tatsächlichkeit, Herr Bühlmann. Danke Ihnen. Die Olympiamedaille mit Ihnen. Und eine gute Heimreise wünschen. Und auch eine schöne, Sie können ja die Basler Fasnacht, ist ja hinter dem... Karneval in Deutschland, also Sie werden nichts versäumen. Nein, ich glaube auch nicht. Sie kommen zurecht. Ne? Adieu, miteinander, Wiederschauen. Würdet ihr so nett sein, die Masken aufzusetzen? Alles klar? Ja. Dann darf ich unseren Ehrengast bitten. Sie sagen bitte kein Wort. Oh, darauf werde ich nachher noch zu sprechen kommen, jetzt darf ich im Moment nicht. Bitte nehmen Sie Platz. Unser Ehrengast ist männlich und weitergehend tut es beim Hans. Nach dem großen Beifall muss ich fragen, sind Sie Künstler? Ja. Sind Sie reproduzierender Künstler, wie wir sagen? Nein, würde ich sagen. Nein. Ja, nein. Fällt mir besser. Also nein. Das heißt, Sie produzieren irgendetwas, was den Menschen Freude macht? Ja. Geschieht das in der Form, dass Sie etwas schreiben? Ja. Und das, was Sie schreiben, wird dann von anderen vorgetragen, gesungen, was auch immer? Ja, jetzt stolpere ich über mein Nein. Zuerst. Ich habe den falschen Schluss gezogen, wenn man sowohl als auch, dann hätte ich Ja sagen müssen. Aber bitte. Soll ich wieder zum Hans zurückgeben? Nein, also es ist in Ordnung. Also beides, ja? Beides, ja. Das heißt oder würde vielleicht bedeuten, dass Sie das, was Sie schreiben oder komponieren, nicht nur von anderen, sondern auch von Ihnen selbst dargebracht werden. Ja, jetzt sind wir also genau da, wo wir hin sollten. Aha. Das ist das, was Sie schreiben, musikalischer Natur? Nein. Also Sie schreiben keine Noten, sondern Worte? Ja. Kann es auch sein, dass Sie diese geschriebenen Worte selber an den Mann oder an das Publikum bringen? Ja. Treten Sie öfter auf vor Publikum? Ja. Treten Sie auch im Film und im, oder hauptsächlich, sagen wir, im Fernsehen auf? Ja. Könnte man Sie als Kabarettisten bezeichnen? Jetzt blicke ich gebannt. Ja. Ich meine, ein Kabarettist, der seine Texte selber schreibt, wie Dieter Hildebrand zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Sind Sie es? Nein. Sie sind aber schon deutschsprachig. Ja. Sind Sie Deutscher? Ja. Jetzt hat's geklirrt. Ja. Sind... Das soll ich jetzt ruhig liegen lassen, das tritt sich schon ein, das war wahrscheinlich.
Sind Sie Berliner? Nein. Sie treten also auf. Ja. Treten Sie im Rahmen eines Ensembles auf? Ja. Ja. Ist dieses Ensemble entweder in Berlin oder in Düsseldorf beheimatet? Nein. Befindet sich dieses Ensemble in München? Nein. Also Sie, sind Sie ein fahrender Sänger? Na, fahrender Sänger würde ich eigentlich nicht gerade sagen, ne? Bänkelsänger. Nein, auch kein Bänkelsänger, ne? Sind in Ihrem Ensemble sowohl Damen wie Herren? In Ihrem Ensemble könnte ich eigentlich sagen, nein. Haben wir keins. Ach so. Komme ich dran? Ja. Darf ich die Erklärung abgeben, dass ich völlig verwirrt bin und weitergebe? Ein völlig verwirrter Oberstaatsanwalt. Ach, nicht schlecht. Spielt sich das, was Sie machen, auch teilweise in Wien ab? Nein, eigentlich nicht. Nein, und jetzt habt ihr 10 Neins und wenn ihr jetzt die Maske runternehmt, schämt ihr euch ungeheuer. Und ob. Ach, lieber Gott. Wie das anfing mit Schreiben und tragen Sie selber vor, was Sie schreiben, aber ich dachte, jetzt ist passiert. Ja, ich hatte mit zwei Flaschen gerechnet, mit zwei Flaschen. Am 1. Januar war ein wunderschönes Fernsehspiel mit Heinz Erhardt. Der Herr Amtsrat, sind Sie inzwischen Minister geworden? Muss man ja, Amtsrat darf man ja, also Amtsrat genügt vorläufig. Also er spielt ja im Film doch in einem Ensemble. Das ist ja nicht allein. Bitte? In Nein, seiner aber, Eigenschaft es, als Erhardt ist er in keinem Ensemble. In seiner Eigenschaft als Erhardt hat er diesen Film gemacht, auch zum Teil selbst geschrieben. Ja, sogar zu 90%. Also die 90%, wo man lachen musste, waren von ihm und dann waren da noch 10% ja, von jemand anderem. Ja, die waren nicht so besonders. Ja. Also es war ein reiner Sozialfall, nicht? Ja, da haben Sie so irgendjemand mitgenommen. Ja. Jetzt haben wir Sie also mal privat hier und in großer Zeitnot sind wir einmal auch nicht. Jetzt würde ich also gerne eine Kurzbiografie mal haben. Ja, als ich das elektrische Gaslicht der Welt erblickte, da war ich ja noch viel jünger im Grunde genommen. Meine Eltern waren zwei Personen und verschiedenen Geschlechts und als sie sich mir vorgestellt hatten, hatte ich sie mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Und wo war denn das? In Riga. In Riga? Ja, in Riga bin ich geboren. Seltsamerweise. Und also meine Mutter war einmal ausgegangen und der Ofen auch. Und der Winter dreute an diesem Tag, es war März. Und da lag ich so zu Hause vor mich hin, ich dachte an nichts Gutes. Und plötzlich öffnete sich die Wand an einer Stelle. Es war kein Neubau, nein, es war ein alter Schuppen. Und trotzdem, die Wand öffnete sich und eine wunderschöne Fee betrat mein Gemach und auf mich zu und klopfte mir auf den Magen und fragte mich, na Kleiner, was willst du denn mal werden? Ne? Und ich sagte im Hinblick auf meine, entschuldigen Sie bitte, meine feuchten Windeln, sagte ich, ich möchte gern Dichter werden. Und nun habe ich zufällig ein Buch hier, nicht? Zufällig habe ich ein Buch hier, das wurde verlegt, nachher aber Gott sei Dank wiedergefunden.
Und jetzt versucht man es zu verkaufen. Ich meine, ist das ein echter Hans Erhard? Ja, ja. Nein, ich will keine Reklame. Bitte keine Reklame. Nein, nein, nein. Das große Hans Erhard. Ja, ja. Nein, also, nein, ganz, aber bitte, bitte. Keine Werbung. Schon passiert. Kost 15 Mark. Und sehen Sie, und jetzt also... Und jetzt... Jetzt würde ich ja gerne, wenn Sie noch Zeit haben, ich weiß nicht, haben Sie ja, noch ja, Zeit? Ja, wir haben Mengen. Ja, gut, da würde ich gerne etwas daraus zum Allerbesten geben, ja? Die Gefahr ist nur, dass dann keiner das Buch mehr kauft. Warum nicht? Ach, das hat doch über 600 Seiten, also wenn man sich 300 wegdenkt. Also, nein. Und es ist so, also wenn Sie erlauben, ja, ich weiß nicht, es ist hier, ja, darf wir, ich, ja? Wir freuen uns drauf. Ja, ja. Echt, Dichter lesen. Und zwar... Es ist so, es ist eigentlich eine Spätlese, es ist ja schon recht spät, ne? Ja, nein, es ist so, dass am Aschardienstag, Faschingsdienstag, ja, da habe ich mal einen Ritter zur Welt kommen lassen, das war im Jahr 1611, und der hieß Ritter Phipps, und diesen Ritter Phipps, habe ich so lange besungen, bis er sich hinten reimte. Und wenn Sie gestatten, bringe ich Ihnen daraus etwas. Zum Beispiel dieses. Wir haben hier ein eigenes, wunderschönes Stehpult aufgebaut für Sie. Ach, im Stehen soll ich das auch noch machen? Sie würden auch, beim Essen würden Sie ganz gern sitzen, wenn Sie nur bei der Arbeit liegen könnten, ne? Ja, ja, das stimmt. Da versuchen Sie mal. Das stimmt, ja. Also, ich sollte mich dahin begeben, ja? Ja, ich finde, man sieht Sie einfach viel besser in der ganzen Schönheit und Pracht. Ja, ja, schön. Also, bitte, ich bin auch sehr gerne bei Ihnen. So, also ich fange vorne an. Das klebt gar nicht mehr. Heute Nachmittag hat bei mir gesagt, lehn dich nur nicht an, das klebt noch. Das war gerade frisch gestrichen. Also, zumachen. Na, ich muss das in die Hand nehmen. Ich habe so eine doppelte Brille, ich weiß immer nicht. Der Knabe Phipps, sehr traurig das, der hatte gegen Lernen was. Nein, der hatte gegen Lernen was, so muss man das betonen. Ich bin, das ist neu, das ist ganz neu von mir. Nochmal. Ich mach nochmal. Nun ist er inzwischen aufgewachsen. Und dann geht das so. Bei jedem Wetter, auch beim Sturme, rief man es mehrmals laut vom Turme. Hört Leute, was wir euch verkünden, Phipps will eine Familie gründen. Drum wünscht und hofft er, dass in Bälde sich eine Jungfrau bei ihm melde. Umblättern? Es hub ein Suchen an und Spähen, doch keine Jungfrau war zu sehen. Die einzige, die man gefunden, wurde gerade von einem Kind entbunden. Schlussfolgerung. Will jemand eine Jungfrau freien, darf er nicht so penibel sein. Ja, also das, gut, schön, also das. Ja, ich möchte hier gerne Ihnen ein kleines Gedicht vortragen, auch mit Erlaubnis von Herrn Lemke. Ein Gedicht, das auf der Platte, also nicht hier, auf der Schallplatte erschienen wurde und ziemlichen... hatte die Made, heißt das. Das habe ich selbst gemacht, also meine Made, Made in Germany, ne? Also die wollte ich mir wünschen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, wenn wir Zeit haben, bitte ich Sie extra noch um auch ein paar Sachen aus Ihrem alten Repertoire, da habe ich mir extra die Made aufgeschrieben. Ja, ich war etwas verstreut. Ich habe die Made aus dem Mund genommen. Die Made in den Mund genommen, das war sehr gut. Aus demselben. Also. Also, meine Lieben, wissen Sie, man hat mich ja schon des Öfteren gefragt, wieso ich so Gedichte mache und so. Es war an sich so, ich saß mal in einem Café und ich aß ein paar Sturmsäcke, ein paar Windbeutel und ich dachte. Und saß und aß und saß und aß, also oben saß ich, unten saß ich. Und plötzlich, so ganz stinkeling, pief, instinktiv, da
gucke ich da zur Tür und was sehe ich da? Gar nichts, nicht? Denn, nee, Tür war auf der Seite, ja. Und da stürzt, wie von der Tarantella gestochen, von der Tante Ella gestochen, stürzt ein Vollbart auf mich los, mit dem Herrn dran. Ja, der hat so einen Schirm, der Knirps, nicht? Und nimmt den, haut immer auf mich los, ja. Das machte mich stutzig. Nachdem ich ein paar Mal gestutzt hatte, sprach ich zu mir also. Herr Erhard sprach, nee, Heinz. Ich sag ja du zu mir, also Heinz. Was mag das da oben denn wohl sein, nicht? Ja, und nachher, auch viel nachher, kam ich dahinter, der hatte mich verwechselt. Ja, das gönn ich dem. So, also, und jetzt möchte ich, der hat ein Zeichen abgemacht, weil ich so, dann darf ich noch. Ein kleines Machwerk, und zwar auch wieder vom Ritter Fips, und zwar sein Ende. Sein besseres Ende. Es stand an seines Schlosses Brüstung der Ritter Fips in voller Rüstung. Da hörte er von unten Krach und sprach zu sich, ich schau mal nach, und lehnte sich in voller Rüstung weit über die besagte Brüstung. Hierbei verlor er also bald zuerst den Helm und dann den Halt, wonach verfolgend stur sein Ziel, er pausenlos bis unten fiel. Und hier verlor er durch sein Streben als drittes nur noch das Leben, an dem er ganz besonders hing. Der Blechschaden war nur gering. Schlussfolgerung. Falls fallend du vom Dach verschwandest, so bremst, bevor du unten landest. Ja, das... Wenn das nicht von Trovato ist, dann ist es also sozusagen ein echter Erhard. Nein, wirklich, das ist ganz echt. Und das ist steht sogar in diesem Buch, für das ich keine Reklame machen will, steht das sogar drin, dass ich das mit 6 Jahren, also wie gesagt, schrieb oder noch schrieb, also es hinwarf, worauf es mein Vater aufs Papier tat. Gibt es unter all den vielen hübschen Dingen, die Sie im Laufe der Zeit abgesondert haben, etwas, was Ihnen besonders am Herzen liegt? Ja, die Sendung Was bin ich? Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch. Wir bleiben gleich zusammen. Verabschieden zusammen darf ich Ihnen noch die Olympiamedaille überreichen, feierlich. Danke, Lemke. Verabschieden wir uns gleich zusammen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Und wir dürfen Sie wieder besuchen beim nächsten Was bin ich? Guten Abend.